So, Herr Blatter, haben Sie einen Deal gemacht in Katar? Ja, aber sicher habe ich keinen Deal gemacht. Wie komme ich dazu, einen Deal zu machen? Warum Sie mussten im März ganz dringend nach Saudi-Arabien nach der FIFA-Sitzung und Sie mussten jetzt ganz dringend nach Katar. Warum denn aber? Das stimmt auch nicht. Die Reise nach dem Königreich von Saudi-Arabien hat einen ganz anderen Grund. Und das hat mit sportpolitischen Sachen in der FIFA überhaupt nichts zu tun. Und da musste ich dort gehen, weil das der einzige Moment war, wo ich die namhafte Persönlichkeit sprechen konnte. Das steht in einem ganz anderen Zusammenhang. Und jetzt, meine Reise nach Katar war vorgesehen eine Woche früher, aber ich konnte dann nicht reisen. Und jetzt habe ich es kombiniert mit der Reise hier nach Dubai, wo ich sowieso angemeldet habe. Also es ist nicht etwas Außerordentliches passiert. Also Sie haben Katar auch nicht die WM versprochen? Ja, sicher nicht. Ich habe in Katar genau das Gleiche gemacht, wie ich gemacht habe mit Herrn Medvedev und Herrn Putin in Moskau, was ich gemacht habe in Japan und mit dem koreanischen Präsidenten. Ich habe gesagt, die Kandidatur ist gut, aber entscheiden tun nicht ein Mann, entscheiden tun 24 Leute vom Exekutivkomitee. Und das mache ich in jedem Land. Ich gratuliere denen, dass sie Kandidat sind, dass man uns eine Auswahl gibt, um einen oder den Besten auszuwählen. Und wie ist Ihr Verhältnis zu Bin Hammam jetzt? Ja, mit Bin Hammam, ich persönlich habe ja keine Probleme mit Bin Hammam. Er hat sich, würde ich mal sagen, so sehr aggressiv mir gegenüber benommen in den letzten zwei Komitees vom Exekutivkomitee. Aber schon damals hat er gesagt, er möchte jetzt zurücknehmen. Und ich habe ihm gesagt, also hör mal, es geht ja jetzt nicht um die Wahl des Präsidenten, das ist nächstes Jahr, ich spreche gar nicht darüber. Aber bitte im Exekutivkomitee, lass doch uns wie Mitglieder des gleichen Gremiums, und praktisch, dass die Regierung der FIFA miteinander arbeiten, wie eigentlich Sportleute, nicht Gentlemen, um fair miteinander zu arbeiten. Ich habe nur das angenommen. Drei konkrete Fragen noch, Herr Blatter. Erstens, hat das Exekutivkomitee Sie gezwungen, quasi unter Druck gesetzt, Jérôme Champagne zu entlassen? Nein, nein, keiner Art und Weise. Das Einzige, was ich bedauere, dass ich diesen Schritt nicht schon früher gemacht habe. Jérôme Champagne hat sich abseits gestellt, offside. Ich habe mit ihm gesprochen, er ist damit einverstanden, wir sind im Frieden miteinander gekommen. Und ein Spieler, so gut auch er ist, und er ist ein guter Spieler gewesen, wenn er ständig abseits ist, wenn wir schon nicht so viele Angriffe machen können, dann muss man ihn rausnehmen. Heißt abseits, er wollte das Tor selber machen und Präsident werden? Nein, er hat abseits gestanden gegenüber meiner Mission als FIFA-Präsident oder meiner sportpolitischen Politik, hat er sich seine eigene ausgedacht und meinte, das sei meine. Das war der Fehler, den ich gemacht habe. Zweite Frage, wie wichtig, jetzt mal von der politischen Bedeutung, dass Afrika dieses Event hat. Davon mal ganz abgesehen, wie wichtig ist diese WM auch für Sie persönlich und für die Zukunft als FIFA-Präsident, nämlich für die Wiederwahl? Also für Afrika ist diese WM absolut die Nummer eins Wichtigkeit, nicht nur für Südafrika, sondern für ganz Afrika. Und es ist auch sehr wichtig für die FIFA, dass wir endlich einmal den Mut gefasst haben, wir können auch in Afrika eine WM organisieren. Für mich persönlich hat diese WM eine Bedeutung, indem ich diese WM zusammengekoppelt habe mit meiner Präsidentschaftskandidatur 1998. Aber ob die jetzt Erfolg hat oder nicht Erfolg hat, ich weiß, sie hat Erfolg, das hat keinen Einfluss auf meine Wiederwahl oder überhaupt meine Zukunft in der FIFA. Wenn Sie jetzt, letzte Frage zu den Tickets, wenn Sie jetzt alles versuchen und seit Monaten ja alles versuchen, um die Stadien noch voll zu kriegen, A, wie wollen Sie die voll kriegen und B, wie viel Verlust bringt das der FIFA, wenn man zum Beispiel die VIP-Tickets, VIP-Tickets und so weiter nimmt, die Sie ja nicht absetzen können? Das könnte, also die 95% der Plätze werden besetzt sein, das ist klar, das sieht man jetzt schon mit dem Verkauf der Tickets in Südafrika. Von den Tickets, die VIP-Tickets von dieser Problematik weiß ich nichts, aber ich weiß nur, dass die FIFA-WM in Südafrika wird der FIFA
etwas teurer zu stehen kommen als vorgesehen. Und wir haben dazu $100,000 freigestellt. 100.000 ist aber zu wenig dafür. Also wir haben, das ist Ihre Meinung, wir haben jetzt schon mal 100.000 freigestellt. War die FIFA zu gierig bei den Planungen für Südafrika? Zum Beispiel die VIP-Pakete? Nein, wir sind ja ganz, ich kenne die Zusammensetzung der Verträge nicht. Ich weiß ja nur, dass man ganz drastisch heruntergekommen ist von Deutschland bis hierher. Das ist der Markt, der das gegeben hat. Also gierige FIFA kann man nicht sagen. Wenn Sie unsere Finanzen anschauen, sollten Sie auch feststellen, dass wir sorgfältig einen Finanzhaushalt führen. In Deutschland hat gerade in Berlin gab es einen Fall, da mischt sich die FIFA ein, was die Open-Air-Veranstaltungen angeht. Public Viewing. Wollen Sie das wirklich durchziehen, Public Viewing in Ländern, die teilnehmen, einzuschränken? Von dem weiß ich nicht. Bin ich nicht orientiert. Okay, merci.